Hauptsache geiles Wetter, ja. Das geile Wetter bekommt man nicht mit, wenn man im Keller gamet, Leute. Was geht ab, Leute? Wie geht's euch? Long time no see, Mann. Es tut immer noch weh, Alter. Ich will gar, ich schwöre, ich will gar nicht davon anfangen. Warte mal, ich frag mal kurz Lenz. Q&A. Hallo Leute, was geht? Kalifornien, ja? Oh Mann. Oh man. Warte mal, man kann da noch ein bisschen so das bisschen runter machen und das noch ein bisschen höher machen. Ich habe im Twitter-Post den falschen Kanal verlinkt. Das wäre natürlich sehr traurig. Nö, eigentlich nicht. Wie geht's euch, Leute? Daniel, was geht? Guck mal, unser CEO bleibt extra länger. Okay. Okay, also ich hole direkt. Geht es los mit Lenz, Silenzius Anne? Okay, ich rufe ihn an. Lenz? Hörst du Ja, mich? ich höre dich. Willst du mich auch sehen? Oder ist Wayne? Ich weiß nicht, wie ich das. Ich habe, glaube ich, keine Szene dafür, um dich zu Naja, sehen. habe ich mir schon gedacht. Also Aber das. bist du schon live? Ich bin schon live. Ich habe Ich mich lange sehe dich. gezögert. Okay, Leute sagen, du bist sehr leise. Gucken wir mal, ob ich das hinkriege. Benutzerlautstärke, das Höchste, was geht, Leute. Und ich kann noch ein bisschen insgesamt. Aber ich kann noch ein bisschen das Desktop sozusagen lauter machen. Jo, Daniel, vielen Dank, Alter. Hey, Lenz. Jetzt sehe ich sogar. Eben war es bei mir die ganze Zeit noch offline, deswegen war ich so verwirrt. Es ist, irgendwie hat jemand schon geschrieben im Chat, so, der dachte, das ist falsch verlinkt, aber warte mal, vielleicht habe ich einen zu hohen Delay drin. Kann das sein? Ja, das könnte sein. Ich glaube, du hast einen 2-Minuten-Delay drin. Dann würde ich den Stream nochmal neu starten, Leute. Aber eigentlich wäre das total. Nee, Stream-Aktivierung ist nicht aktiv, Leute. Das kann nicht sein. Okay, wir finden es einfach ganz einfach raus. Wir stellen einfach eine Frage an den Chat. Wann spielt Big am Freitag in der Arena? Delay nur ein paar Sekunden, schreiben die Leute, Lenz. Gar Gar nicht, nicht. gar nicht. Ihr Diese fiesen Frage Leute, Alter. musstest du, stellen? Ich wollte mal gucken, wie schnell der Chat Direkt dieser reagiert. feels bad Moment. Ja, Mann, das ist die falsche Frage. So, die Leute sind paralysiert jetzt. Das ist voll die Stimmungsschwankungen, Ja, hast du es tut mir leid, reingebracht. ich bin eventuell ein bisschen toxisch, weil ich habe angefangen, heute wieder zu entgiften nach unseren letzten Reisen. Und ich sag nur so, Lenz geht's gar nicht gut. Du weißt, wie ich mich fühle. Ja, ich weiß, wie du dich fühlst. Also Aber vielen Dank. wenn jetzt hier vor mir diese Süßigkeitentheke aus Cologne wäre, dann könnte sein, dass so ein Tornado jetzt hier drüber fegt. Also da habe ich nicht zugegriffen. Die Süßigkeiten-Ding war nicht so. Da haben wir zum Glück immer die gesunde Variante. Imbacita, vielen Dank. Auch Oh, an. danke, Mann. Ja. Danke. Ja, also ich würde sagen, wir machen ein bisschen Question Answer, ne? Ja. Und Also, willst du die Map auch spielen, Lenz? nee. Komm, das würden die Also Leute eigentlich auch gern sehen. du weißt, dass das Pain ist und die Leute haben jetzt auch mit uns genug Pain gehabt. Da müssen wir denen auch nicht noch meine Ingame-Skills zeigen. Aber Ja. wir könnten noch mal kurz erklären, was eigentlich die letzten Wochen so passiert ist, weil es ist ja einiges passiert, wo ich sogar heute auch sage, es ist nicht ganz, ja, es ist nicht ganz ohne Beteiligung von diesen ganzen Problemen gewesen, dass Cologne nicht so gelaufen ist, wie wir es uns erhofft haben, Ach, weil wir haben natürlich, halt echt natürlich, ja. Scheiß am Schuh gehabt. Und
Also auch für die Leute, die das mal verstehen. Ich meine, manche haben natürlich gesehen, wir sind noch sehr kurzfristig für Dallas nachgerückt, obwohl wir den Qualifier verloren hatten. Auch mal angemerkt, den Close Qualifier haben wir die letzten beiden Spiele verloren, wo wir vorher eigentlich gewonnen hatten, weil wir ohne Josef spielen mussten. Der ist da auch schon einmal krank gewesen. Dann sind wir kurz davor, weil ein Team kein Visum hatte, nach Dallas geflogen. Wir haben uns eigentlich alle ultra drauf gefreut. Gesagt haben, okay, geiles Turnier, ESL hat ein fettes Hotel zur Verfügung gestellt, wir hatten einen sehr geilen Prac-Raum mit guter Aussicht, wir hatten lecker Frühstück und wir konnten selber zu essen bestellen, was wir wollten über Uber Eats. Was, ja, man konnte auch mal endlich mal wirklich viel gesunde Sachen bestellen in Amerika. Das ist halt normalerweise nicht so der Fall. Also das eigentlich ein sehr guter Start. Ja. Ja. Dann ist Josef da auch vor Ort noch mal ein bisschen krank gewesen, aber hat sich irgendwie noch zusammengehalten auf der Bühne im Halbfinale. Wir haben trotzdem eigentlich sehr gut gegen Cloud9 gespielt, bis dann Luft raus war. Aber also Top 4 mit der Gruppe, auch die wir vorhatten, hättest du damit so gerechnet? Ich hätte es auf jeden Fall sehr gerne genommen. Gerechnet nicht unbedingt, weil das ist immer noch ein IEM-Turnier. Das war jetzt nicht, also es war jetzt kein Cologne, aber es war so immer noch trotzdem prestigetechnisch sehr, sehr weit oben. Und ja. Das war eigentlich unser erstes großes Turnier. So. Natürlich das Major, aber da bin ich ja wirklich nur sehr, sehr kurzfristig mit dazugekommen. Deswegen war das unser erstes Turnier mit ein bisschen Training sozusagen davor. Auf dem Turnier habe ich mich sehr gut gefühlt. Ich dachte so auch, da waren sehr viele gute Spiele drin. Eins der wichtigsten Spiele für mich war auf dem Turnier halt das Furia-Spiel. Weil wir sahen halt vorher nie gegen sie so gut aus, auch auf dem Major nicht. Und sie dann dort so zu besiegen, so kurzfristig und aus den Fehlern zu lernen, hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Und, war das 2-0 oder 2-1? Ich weiß gerade gar nicht. 2-1, wir haben leider Vertigo wieder verloren. Aber die anderen Maps waren, ich sag mal, relativ deutlich. Könnte sein, dass ich kurz vor der dritten Map gekommen bin und es einen Buff gab. Könnte sein, Lenz, ja. Wahrscheinlich war es nicht so gewesen. Nee, wir waren schon sehr müde, Lenz. Johannes hat sehr gut angesagt auf Inferno, dritte Map, und dann läuft es eigentlich oft sehr, sehr gut. Ich hatte, glaube ich, sehr gutes Gefühl in Sachen Timeouts. Ich habe mich auch, glaube ich, auf dem Turnier sozusagen so zum ersten Mal richtig wohl gefühlt. So in verstanden. Rolle. Ja, genau, weil ich wusste jetzt ganz genau, wie das so auf dem Turnier so ablaufen wird, weil wenn ich ganz halt im Spiel reden darf, dann ist es halt relativ easy. Sag ich mal, dann ändert sich nichts von IGL zum Coach, aber wenn man halt nur in den Timeouts reden darf, dann ändert sich da schon was. Und dann sind wir direkt von da nach Lund geflogen, über Kopenhagen mit sehr vollen Fliegern, die interessanterweise auch, als für die, die es nicht wissen, kleines Corona-Update, wenn man aus Deutschland ins Ausland fliegt und umgekehrt, dann gibt es natürlich noch Maskenpflicht. Die gab es bei anderen nicht. Man kann sie trotzdem tragen, aber es ist natürlich dann auch ein bisschen cringe alles, wie das da gelaufen ist. Wir kommen in Lund an. War eigentlich ein geiles Turnier, was wir uns erhofft haben. Gab ein paar kleine Problemchen dann natürlich. Dann hatten wir Corona-Fälle im Team gehabt, mussten kurzfristig, irgendwie fährt hier ein Schiff vorbei, was tut es, okay. Was kurzfristig Nils einfliegen ließ dann. Ja, man muss erstmal sagen, dass die Gruppen totaler Quatsch waren. Ja, das war auch totaler Quatsch gewesen, ja. Also, aber wir haben uns ja gut geschlagen da. Ja, wir haben also total unbalancierte Gruppen erwischt und dennoch haben wir direkt beide gewonnen und mussten dann sozusagen nicht nochmal gegen Heroic im Lower Bracket ran. War sehr gut. Also wir haben uns auch bis dahin sehr gut gefühlt. Beide Turniere, direkt beide Playoffs. Zweimal Top 4. Zweimal Top 4. Also einmal sogar Top 3 direkt. Sicher hatten wir, weil wir die ersten beiden gewonnen hatten in dem Lund-Turnier. Was ein bisschen schlecht war, waren halt die Prac-Räume, wie du schon gesagt hast. Ja, das Hotel Problem war nicht so geil. Ja. Und halt der Reisestress damit dazu kam. Plus die Krankheiten. Da hat es angefangen, B zu tun. Da hat es angefangen, ja. Da hat es angefangen, dass wir alles ein bisschen reden mussten, wie wir es, was wir machen und ein bisschen umdenken. Dann hat es dich erwischt, wir sind direkt von da weiter nach Lissabon, also überhaupt gar keine Pause, keine Tage zu Hause, für die, die es nicht so ganz mitbekommen haben, wir waren 3,5 Wochen unterwegs gewesen,
am Stück, was das dann auch über zwei Zeitzonen hinweg. Und insgesamt, ich hatte letztens nachgeguckt, hatten wir gehabt, warte, wo hatte ich mir das aufgeschrieben? 41 Stunden Flugzeit, das ist auch super viel in den 3,5 Wochen. Das heißt, ja, das war schon anstrengend. Blas dann auch, wir konnten uns nicht wirklich einspielen, weil Karim dann doch nochmal zurückgekommen ist. Der war auch noch nicht ganz fit, aber er wollte Ja, man muss unbedingt. auch sagen, also ich zum Beispiel habe dann gemerkt, wie wichtig eigentlich Kadim im Team ist. So auch, natürlich hat das Nils immer gut gemacht, ne? Der ist, hat ja auch an dem, also er fliegt an dem Tag, spielt an dem Tag gleich noch das Spiel. Ja. Also das erste Spiel gegen Astralis noch in Lund, das Winner Bracket Final, also war auch, also wir haben unser Bestes gegeben, wir haben gute Stimmung Jeder hat gemacht. sein Leben gegeben. Keiner Ja. darf irgendwie die Spieler dafür judgen oder Naja, framen, was wir haben passiert das ist. auch nie als Entschuldigung genommen, Ja. nur wir wussten halt, dass es deswegen ein bisschen schwieriger sein wird. Aber da hat man auch gemerkt, wie wichtig, also für Nils war das sozusagen viel leichter, einen Josef zu ersetzen, einfach wegen den Positionen, als einen Kadim zu ersetzen, der schon manche Ekelpositionen spielt, wie Mirage B oder Mirage Underground. Das sind schon so ein bisschen Ekelpositionen, die du hier und da schon mal ein bisschen gespielt haben solltest und auch eine gutes Teamplay mit Johannes haben musst. Deswegen, also das war dann nochmal schwieriger, Karim zu ersetzen. Deswegen waren wir auch froh, dass, obwohl er halt, weil die Krankheit ist halt kein Spaß. Ich war ja auch davon betroffen und selbst jetzt fühlt man noch, wenn man vielleicht Tennis spielen geht oder Basketball spielen geht, dass man, also der Körper rappelt sich erst jetzt so langsam auf. Auch in Sachen Gym oder so, das sollte man dann auf jeden Fall langsam machen. Also, wir beide sprechen von Erfahrung, Leute, wenn wir sagen, passt auf jeden Fall. Und deswegen waren wir trotzdem froh, dass Kadim halt noch relativ fit war. Aber er hatte dann so fast das gleiche Problem wie Nils. Reisetag, Ja. spielen, noch nicht ganz fit. Wenig Und geschlafen. ja, und ich fehle halt auf jeden Fall hinter dem Team. Weil bei uns ist halt oft so, wenn manchmal haben wir so ein. Entweder so ein kommunikativ slowen Start oder so, manchmal fallen wir ein bisschen ins Loch und ich hole uns da eigentlich immer generell raus mit den Timeouts und die Jungs fühlen sich auf jeden Fall stärker, wenn ich hinter denen stehe und das hat man auch nochmal in, ja, in Lissabon gemerkt. Also war auf jeden Fall alles eine Ausnahmesituation, sag ich mal. Ja, aber dann, als wir aus Lissabon nach Hause gekommen sind, hatten wir ja mal Zeit, uns auszuruhen und für Cologne vorzubereiten. Ach nee, wir hatten 2 Tage und dann kam Rubet. Genau, wir haben einfach eine etwas längere Pause gemacht. 2 Tage anstatt so einen Eine Tag. längere Pause, Ja, jawohl. genau, aber wir haben uns halt so entschieden, weil wir dachten so, ja, also viel Training wird es nicht mehr vor Cologne. Das war von Anfang an klar. Und dann haben wir sozusagen verstanden, okay, wir müssen uns während des Turniers steigern. Wir haben, ich denke mal, diesmal habe ich auch einen guten Rhythm mit dem Schedule gefunden. Da musste ich mich auch ein bisschen einführen. Wie spielen wir, wenn wir ein Spiel haben? Wie viele Stunden treffen wir uns vorher? Wo fühlt sich das Team am wohlsten? Wo fühle ich mich wohl? In Sachen Vorbereitung, wie viel Zeit stecken wir da rein? Und. Es muss alles so einen guten Balance haben. Das haben wir, denke ich mal, in dem Turnier gut gefunden. Und dann haben wir uns auch immer gesteigert. Und hier und da musste ich mal ein bisschen ausrasten. Dankeschön, 4,0. Aber im Großen und Ganzen war ich sehr zufrieden. Und wir hatten gute Talks und halt ein sehr, sehr gutes Turnier natürlich, ist ja klar. Ja, und dann, also haben wir wieder das Problem gehabt, dass während Rubert Josef dann das nochmal richtig erwischt hatte, dann ist wieder unser Superheld Nils Kruhne eingesprungen. Und da hat Da das müsste es eigentlich echt ganz so gut Memes geben ausgesehen. mit Ja. so einem, irgend so ein Superheldenkostüm, so I'm back oder so. Also Nils, ohne Scheiß, ich weiß, dass für ihn damals die Rückversetzung zur Academy, beziehungsweise die das Downgrade sehr hart war, aber entgegengesetzt auch vieler Leute, die es anders erwartet haben, hat er wirklich Rückgrat bewiesen, hat dem Academy-Team geholfen, hat weitergegrindet, hat auch sehr viel Verantwortung mit übernommen und er war so oft für uns da, wenn wir ihn gebraucht haben, dass wir eigentlich dieses, was Jarosch mal gemeint hatte, vielleicht sind wir ja ein 6-Mann-Line-Up, vor wie vielen Jahren war das? Vor 2 Jahren, wo wir uns noch drüber lustig gemacht haben. Eigentlich sind wir gerade zu 6 im Team und also ohne Nils wäre es auch sehr schwer geworden, da durchzuschiffen. Und das rechnen wir ihm alle sehr hoch an. Auch
war für uns klar, dass als Josef noch nicht ganz fit war, wir gesagt haben, okay, dann wir riskieren gar nichts und wir gehen gleich mit Nils nach Cologne. Das war Ja, man will auch eigentlich eine, nicht die richtige Entscheidung. irgendwie Du willst und nichts. mit so einer angeschlagenen, also du willst ja natürlich nicht mit einem angeschlagenen Spieler ein großes Turnier spielen, das ist ja klar, aber du willst auch den angeschlagenen Spieler jetzt nicht zwingen, noch ein Turnier so halbwegs so zu spielen und dann in seine Wohl, also wir haben echt 6 Monate lang, also ich vor allem habe, die Jungs eigentlich auch, 6 Monate lang haben wir alle so durchgegrindet. Ich glaube, ich habe meine Eltern nicht einmal gesehen. Und Ja, kann also ich wir haben, bezeugen, ja, wir als haben, Ort war. genau, also wir haben auf jeden Fall wirklich sehr viel investiert in den letzten Monaten. Und da will man auch jetzt zum Beispiel Josef nicht krank in seinen Sommerpauses schicken, so einen auf, ja, du bist jetzt da gesund, der kann seinen Urlaub so gar nicht genießen. Deswegen, also hat das alles Sinn ergeben und seien wir ehrlich, Nils hat sich sehr gut geschlagen und Ja, auf jeden Fall. hat sich vor allem auch sehr, sehr gut, boah, was war das für eine frische Red Bull-Dose, hoffentlich. Nee, es war keine Red Bull-Dose. Ich habe gerade eben das Endstück von meinen Lutschtabletten abgeschnitten, weil es Nein. mich einfach stört. Tut mir leid. So, warte. Weg ist es. Entschuldigung. Kein Entschuldigung, Chat. Problem. Naja, auf jeden Fall, dann haben wir uns halt mit Nils entschieden zu spielen und haben uns dann noch so gut es geht vorbereitet. Ne? Also sind die Maps durchgegangen, aber sind halt viele Maps. Wir haben sogar noch eine neue Map reingebracht, wo wir eigentlich ordentlich gespielt haben. Inferno, also war alles ein bisschen schwieriger und alles ein bisschen, ich sag mal, wir mussten mehr improvisieren, als ich es mag. Aber ich denke, dafür haben wir uns sehr, sehr gut, da haben wir gut adaptiert und es eigentlich ganz gut gemacht in der Hinsicht. Ist halt dann in den Play-ins sehr unglücklich gelaufen für uns. Es war alles ultra knapp gewesen. Natürlich kann man jetzt sagen, so, hör, ja, mit dem normalen Line-up oder hör, guckt euch mal den Baum an. Wenn ihr gegen Order verloren hättet, hättet ihr ein einfaches Bracket. Ich meine, das ist auch nicht unser Anspruch. Sowas können wir vorher sehen. Dass die Brackets hier generell auch für die normale Gruppenphase ein bisschen rigged waren, ist halt so, aber das ist kein Grund, das als Ausrede zu nehmen, wenn wir da reingewollt hätten. Dann hätten wir die Leute schlagen müssen. Ist egal, gegen wen wir spielen. Wir haben es ganz knapp nicht geschafft. Wir waren alle heartbroken gewesen. Das ist schwer zu beschreiben, weil es einfach, das ist, da wollen wir uns den Fans halt auch zeigen. Wir haben, glaube ich, den krassesten Fanclub, den es gibt auf der Welt mit Roaring Beers. Und die Leute nehmen sich frei, kommen dahin, wollen uns sehen und anfeuern. Und wir schaffen es nicht, uns für die Leute mit zu qualifizieren. Das ist eine ganz schön hohe Last, die wir da tragen. Und das wissen die Leute auch. Und das tut den Leuten auch weh und vor allen Dingen leid. Aber das werden wir andersweitig wieder gut machen. Und also ich kann euch jetzt schon sagen, ihr werdet einige von uns in Cologne antreffen. Wie wir das ein bisschen offizieller machen, klären wir noch. Aber die Leute, die da sind, freuen sich auf jeden Fall auf all euch. Und egal, ob wir Fotos machen, Handshake, Signaturen, das werden wir dann auch genießen, auch wenn es nicht der Anlass ist, den wir zusammen gern mit euch gefeiert hätten. Aber so viel zu unserer Reise in den letzten Wochen. Es ist Summer Break, entgegengesetzt der CSPPA noch zu normalen Terminen. Und ja, für uns geht es nach dem Sommer direkt weiter mit Blast. Das wird auch spannend, ist in Kopenhagen, so viel ich weiß. Da geht es dann wieder weiter. Und jetzt gilt es aber trotzdem für alle nach Cologne, wenn wir dann nochmal da waren, die Pause zu nutzen, abzuschalten. Für dich steht eine Veränderung an. Dann ja, Ja, sollte jeder Umzug wirklich die Zeit nutzen. vorbereiten. Genau. Also gibt es noch viele Sachen zu tun hier. Und man muss auch echt sagen, dass es echt sehr, sehr anstrengend war. Wir haben uns natürlich selber entschieden, 3 Turniere in a row mitzunehmen. Aber also auch wenn jetzt Cologne nicht funktioniert hat, muss man sich mal die Steigerung von allen Spielern angucken. Wenn ihr euch die Innereis von unseren Spielern anguckt, die sehen alle viel besser aus. Selbst wenn man ein Spiel nicht so gut läuft, sieht es dennoch so. Also man ist einfach ein bisschen abgesteppt, jeder ist ein bisschen besser geworden, jeder ist auf jeden Fall auch willig und das ist halt nice und jeder hat auf jeden Fall auch Willen in Cologne. Und ja, da werden wir versuchen, weiter nach dem Sommer anzugreifen und da weiterzumachen. Und ich habe noch so viele Pläne, ich habe so viele Ideen, da kann ich halt natürlich nicht so viel verraten, aber es ist, also eigentlich was, so, lasst mich erstmal ein bisschen arbeiten, dann werden wir noch besser, also Nee, deswegen Gob, ist gleicher Folge. Gleicher Folge, ja, bitte. wir sind ja schon besser geworden. Top 10 haben wir schon mal erreicht, das war auf jeden Fall sehr wichtig für mich. Ich weiß jetzt nicht, ob wir jetzt wieder rausfallen, aber
Definitiv kann man sagen, wir haben uns wie ein Top-10-Team gefühlt, auch wenn jetzt Cologne nicht geklappt hat. Also vom Feeling her, ey, wir spielen das Team, wir sehen uns vorne. Oh, wir stehen das Team, ich sehe das gegnerische Team vorne. So, man muss da immer ehrlich sein. Und nach dem Major war Furia zum Beispiel für viele Leute aus unserem Team etwas vorne. Ich habe gesagt, nein, wir werden sie beim nächsten Mal besiegen, wenn wir gegen sie spielen. Vertraut mir. Und wir haben sie dann zum Beispiel geschlagen. Gleiche für andere Teams. Also so. So vom Gefühl her ist es auch immer wichtig, ob man sich selber als Top-10-Team sieht oder ob man weiß, ey, wir haben jetzt vielleicht durch eine gute Platzierung haben wir jetzt so viele Punkte gesammelt, weil vielleicht auch wer rausgedroppt ist. Du weißt ja, wie das ist. Sodass dass man auf jeden Fall sagen kann, wir haben uns sehr gut gefühlt und ich finde, jeder hat sich verbessert in jeder Hinsicht. Kadem, was da noch an Potenzial zum Beispiel bei dem Jungen wartet, ist unglaublich. Er ist vielleicht ein bisschen, ich habe vorhin noch zu Roman, glaube ich, gesagt, er ist zu früh zu intelligent geworden. Weißt du, er hätte noch Nein, er einen. ist Minigob. Ich dachte, Aslan wäre Minigob. Nein, nein, Aslan ist. Nee, der ist verrückt, der Typ. Aber bei Kadim ist zum Beispiel so, er ist zu früh, ist an zu viel Knowledge gekommen. Was nicht unbedingt schlecht ist, nur das dauert halt alles, bis man das perfekt verarbeitet. Es ist eher leichter, am Anfang der dumme Spieler zu sein. So, und dann mit den Jahren zu lernen. Also, Also. das ist, ich denke mal, das ist einfacher. Also sagen wir mal, um das Ganze jetzt so abzuschließen, weil also egal wie schlecht das letzte Ergebnis war und was auch bei Blast nicht so gut geklappt hat, finden wir haben, wie du schon gesagt hast, eine fette Steigerung hingelegt. Die Also bei Leute Blas haben Bock. würde ich die Entschuldigungskarte ziehen. Jeder war absolut tot und wir sind. Also wenn ich von einem Team rede, dann rede ich wirklich von 8, 9 Leuten im Team. Ne? Wir sind halt Hintergrund. Ne? Roman ist da, du bist da. Wir haben noch Fabi. Wir haben, wenn ich nicht hinterm, also ich sage immer, wenn wir spielen 615, weil ich bin absolut mit im Spiel drinne. Ich lebe in meinen Spielern Köpfen. Und wenn das nicht gegeben ist, ziehe ich dann auch mal die Entschuldigungskarte, wenn man gegen Navi und Enzo auf einem Turnier verliert. Also da würde ich eine ziehen, bei dem Rest des Turnieren würde ich das nicht machen. Aber so als Balance ziehe würde ich da mal die Entschuldigungskarte ziehen. Lenz, it's up to you, ob du die dann annimmst. Also ich würde sie eh annehmen, aber ich war ja in Lissabon aus Krankheitsgründen auch nicht mit dabei. Ja. Also da habe ich das erste Mal gemerkt, und das hat mich auch richtig getriggert, hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh. Und wir hatten Scheiße am Schuh Das Problem und ist, du kannst es auch nicht ändern, so, weißt du? Das ist das. Schluss Das ist sagt das. Ja. du hast eigentlich genau richtig gesagt, wir haben eigentlich immer die Gegner dafür verantwortlich gemacht, für das Leid, was wir gekriegt haben. Da mussten einige leiden Ja, dafür. genau. Ein Wir haben bisschen gesagt, Frust bei so, wir haben mir versucht, lassen. ja genau, wir haben versucht, den Gegner die Schuld zu schieben, dass jetzt einer krank wurde oder so und dann das irgendwie in Motivation umzuwandeln. Wir hatten ein paar gute Lösungen und deswegen, also so, ich hab das in meiner langen Karriere sowas in der Form auch noch nicht erlebt. Aber es war auch eine Erfahrung, die uns für viele weitere Aufgaben klüger macht. Kommen wir, bevor wir zu den Fragen kommen, nochmal ganz kurz zur nächsten Woche, Playoffs in Cologne. Auch wenn wir nicht dabei sind, wir sind da, weil du wirst mit Müllermilch zusammen vor Ort sein, Samstag und Sonntag, wenn mich nicht alles täuscht. Müsste ein Zelt von der ESL sein, neben der Arena. Da kann man gegen dich Lasertag spielen, One-on-One, Signing-Session, Fotos. CS auch, Müssten ja. sogar auch noch andere Influencer mit da sein. Aber Ja, CS-technisch Melly wird ist dir noch natürlich da, keiner das Tweeday ist noch Wasser da, soweit ich weiß. Ich weiß nicht, ob noch andere da sind, aber die beiden auf jeden Fall. Also es wird auf jeden Fall cool. Ich sag mal so, ich fände es auch nicht so nice, wenn wir da nicht dabei wären. Wir haben ja auch noch die Red Bull Party, die Big Red Bull Party, die auf uns wartet. stimmt. Also auf sowas habe ich Bock und ich hoffe, dass ich irgendwie von der ESL nochmal auf die Bühne geschickt werde. Also erfindet irgendeinen Hashtag oder so, Gob auf die Bühne oder so, Gob on Stage. Weil ich habe Bock mal nochmal die Bühne, also so vor einem Spiel, wo wir leider nicht dabei sind, aber die Leute noch einmal so zu hören und sozusagen mich heiß zu machen, was uns erwartet, wenn wir es nächstes Jahr schaffen. Ja, dann werde ich vielleicht einfach mal ein paar Anrufe machen, damit Ja, dir Lenz, du dieser hast Wunsch doch hier erfüllt ein wird. oder zwei Kontakte bestimmt. Ein oder zwei könnte ich haben. Aber ja, die Zeiten, wenn du da anzutreffen bist, wirst du ja wahrscheinlich auf deinem Twitter oder Insta veröffentlichen oder Big wird das mitsharen. Das sollte auf jeden Fall
Passen. So, ich würde jetzt vorschlagen, es sind schon vereinzelt Fragen Ja, reingeflogen. lass jetzt ein bisschen Fragen beantworten, oder? Genau. So. Shootet mal, was ihr shooten wollt. Lasst euch immer ein bisschen Zeit beim Abschicken, bevor alle auf einmal kommen. Da kommen wir beiden zusammen auch mit, weil nicht vergessen, wir sind zusammen über 70 Jahre alt. Da müsst ihr auch ein bisschen Mercy haben. Lenz, das stimmt, ne? Das stimmt wirklich. Ich habe doch letztens Ey, hier, ich habe letztens. Finn ist einfach halb so alt wie ich und ist jetzt Maus-Teammanager. Überleg mal, was der jetzt noch 20 Jahre macht, bis er mein Alter erreicht. Als ich Yilmaz kennengelernt habe, war ich so alt, fast wie. Also, er war fast in dem Alter, wie ich jetzt bin. Und ich war in dem Alter, wie Karim ist. Also, ich bin Karims Yilmaz sozusagen. Ja. Okay, also wie geht's Faven? Ich hatte heute mit ihm gesprochen. Ich glaube, ihm geht's besser, aber das wird noch ein langer Prozess sein. Ich habe jetzt die gute Nachricht ist, bei meinem Hausarzt für ihn quasi Termine gemacht. Das ist für mich so eine Art Dr. House. Der wird eventuell ein paar Sachen fixen können und dann haben wir Josef für zweite Halbzeit, beziehungsweise zweites Halbjahr für 2022 wieder ready und hoffentlich auch kerngesund. Welchen Impact hat das Fehlen von Josef gehabt, Fati? Wurde auch ein paar Mal gefragt. Also ich würde sagen, ich denke nicht so viel darüber nach, weil das ist, dann sucht man sich wieder so ein bisschen Excuses. Natürlich stellt man sich mal hier und da die Frage, aber im Endeffekt hat Nils das grandios gemacht und uns teilweise auch mal mit seinen Calls sehr gecarried. Also man merkt auf jeden Fall, dass er die letzten Monate IGL musste. Seine Art, wie er Sachen sagt, wie er Sachen anspricht und all solche Sachen, die hätte jetzt zum Beispiel Josef so nicht mitgebracht, aber Josef bringt halt andere Sachen mit, ne? Das ist ein sehr süßer Junge, der gibt fette Gesichter und spielt ein bisschen unbefangener und ist ein absoluter Soldier in Sachen also Zusammenarbeit mit mir, wird er zum Super Saiyajin, würde ich sagen. Und deswegen, also, ich denke nicht so viel darüber nach, weil beide Vor- und Nachteile haben. Ob es dann besser oder schlechter gewesen wäre, ist dann eigentlich auch am Ende nicht so interessant, würde ich Ja. sagen. Das ist eigentlich eine gute Frage, weil wir das jetzt auch so erzählt hatten, wie das war. Hätte man Cologne nicht mehr priorisieren sollen als Heimspiel? Dazu muss ich euch auch sagen, damit ihr das mal regeltechnisch versteht: Bis Dallas rum war, waren wir noch gar nicht sicher in den Play-ins. Das heißt, wir haben Dallas zum Beispiel auch gespielt, um sicher die Play-ins zu haben. Da hätten noch viele Sachen passieren können. Du verlierst Punkte, wenn du wechselst. Also es war alles ein bisschen unklar gewesen. Und Ja, dann man haben muss wir gesagt, okay, das gut. sozusagen Ja. viele Monate vorher fast entscheiden. Und wir sind jetzt, also wir wollen nicht ein Team sein oder eine Organisation sein, die Gambelt auf ja, so und Sachen. auch so kurzfristig dann den Organizer sozusagen ein bisschen Er absagt. Also wenn absagt. wir Ja, Lund genau. abgesagt hätten, hätten wir das quasi dann auf Dallas absagen müssen, als wir wussten, dass wir da genug Punkte holen werden. Und Und das ist sowas ein macht man ja auch bisschen, nicht. ja, das ist ein Ja. bisschen. Und Blast kannst du nicht absagen, weil wir Partnerteam sind und uns für die Finals qualifiziert haben. Das machst du natürlich auch nicht. Also deswegen, ja, Ja, passt das so. und manchmal ist so ein Online-Turnier ein besseres Training als Online-Prax, muss man sagen. Deswegen, Ja. wir haben auf jeden Fall Cologne priorisiert. Das war so mein Ziel, wo ich sozusagen angefangen habe als Coach, dass wir da sehr, sehr gut performen. Und wir haben auch bis dahin gut gearbeitet. Also war immer ein bisschen stetig höher. Ich denke, die Circumstances und auch gleichzeitig der bisschen, der gewisse Touch von Pressure hat uns auf jeden Fall dort ein bisschen getroffen. Houston, was geht? Hast du das Bild von Tizi gesehen, was Machine Ja, gepostet Mann, hat? auf jeden Fall, Alter. Ja, Safe, jeder hat da sich sind so auf jeden gefühlt. Fall Tränchen gelaufen. Ja, Aber die ja. Jungs wollten es alle, Mann. Und guck mal, ich bin manchmal böse auf die Jungs, wenn ich merke, ey, ihr habt nicht gefightet, Jungs. Ihr könnt mir nicht sagen, Ja. wenn wir sozusagen rausgehen und so, ey, ich habe hier jetzt alles gegeben oder ich habe hier gefightet. Da bin ich, dann werde ich sauer. Aber wenn sie das machen, dann kann ich wirklich nicht sauer sein und Nee. das haben sie. Und dann verliert man als Team, ist okay, dann kann man weiter daran arbeiten. Aber an der Einstellung sollte es nicht liegen und es lag es nicht daran. Ja, und vor allen Dingen, weil ja auch immer so gefragt wird, seht ihr so die Kommentare, in welche Richtung das geht? Das ist halt genau der Punkt, wenn wir uns diese Gülle anschauen würden, wo dann irgendwelche Hobbyanalysten oder Grüße an Aimlevel an der Stelle oder andere Leute, die selber, die an Teams scheiße waren, so wie Maniac zum Beispiel, auf das schwächste Glied einprügeln wollen,
dann gibt es von mir nichts weiter als entweder einen dummen Kommentar, einen Block, einen Ignore oder ein Daumen runter geht nicht, aber einfach nur, na, vielleicht ein bisschen Hass. Hassen sollte man eigentlich nicht, aber ich versuche das dann auch von den Spielern abzufangen. Das ist so, die deutsche Mentalität ist in sehr vielen Sachen so schlecht und dann haben wir einfach für uns auch entschieden, so Kommentare lesen bringt nichts. Wir haben uns natürlich über sehr viele positive Nachrichten auch gefreut, über Leute, die uns aufbauen wollten und das ist das, was wir auch zu schätzen wissen. Sowas sieht man und ja, wir nehmen auch immer mal konstruktive Kritik an, wenn das sinnvoll ist, aber muss jetzt nicht, man muss nicht immer übertreiben. Ja, das Problem ist, es wird halt, also es kann viele Leute hitten, ne? Besonders in der jetzigen Zeit, also so, die machen sich dann dennoch Gedanken. Ich versuche denen immer zu sagen, ey, versuch nicht darauf zu achten, aber es ist wirklich nicht einfach. Ich kenne das ja als Spieler. Stats-wise war ich auch nicht, ich sag mal, die Kirsche auf der Torte. Und deswegen, also einfach versuchen, auf den Impact sich zu verbessern und das Engagement hochzuhalten. Und dann, ja. Aber manchmal ist es nicht leicht. Ich verstehe auch die Analysten in einer Sicht, klar, aber ja, die Analysten, die sagen ja auch obvious Sachen, die sehen, die gucken so, ich will jetzt nicht zu viel Name-Dropping machen, das hat aber einer Mini-Frex gemacht. Lol, Alter, lass mal einen Tweet machen, lass mal auf den Zug aufspringen, wo alle sagen, ja, der ist scheiße, um ein bisschen ja, leicht das zu ist, fahren. Ja, das ist halt, oder so, versuchen halt gezwungenermaßen aus etwas ein Meme zu machen. Das ich ist, erwarte halt von Leuten, die das Game verstehen, dass die das ein bisschen objektiver betrachten, weil also du kannst pro Runde nur 5 Kills machen und wenn du Heavy Hitter hast, dann wird irgendjemand zu kurz kommen und auch wenn du in einem Team, wo du 4 Heavy Hitter hast und einen sehr guten Spieler, der den Rest macht, damit die 4 glänzen können, wenn du den auswechselst und dafür dann einen Nico holst oder einen Amangs Antares oder sonst was, dann wird ein anderer wenig Frags haben. Also deswegen Schnauze halten bitte. Mit Statsbrille akzeptiere ich nicht. Ja, die Statsbrille so. Sollte man eh nicht so akzeptieren. Aber man muss eine Sache sagen, früher war es halt noch ein bisschen schlimmer, würde ich sagen, von dem Draufhauen, weil halt andere Analysten sozusagen etwas mächtiger waren oder mehr zu sagen hatten. Es hat sich schon in der letzten Zeit etwas verbessert, würde ich sagen. Aber jetzt schwingt man doch wieder so ein bisschen auf, muss ein bisschen Scheiße schleudern. Und ein bisschen ein paar Leute treffen, damit es halt ein bisschen interessanter wird, glaube ich. Ja, aber das ist total schlechter Zeitpunkt, weil meine Liste ist voll gehabt. Deine To-Do-Liste ist sehr groß. Ja, die ist wirklich sehr groß. Also da sind einige Namen drauf, die auf einer Afterparty sich immer zweimal umdrehen sollten. Ja. Ich persönlich habe Pimp. Gibt es eigentlich eine Aussage von Aim Level, die nicht sarkastisch oder irgendwie anders gemeint ist immer? Wer ist Aim Level? Das ist der Aim Level ist der beste Freund von Sesht, das weiß ich. Red Bull, vielen Dank. Gut. Hast du noch so einen guten? Lass mal noch ein bisschen oben, gab's noch was. Ja, ich wollte auch gerade noch mal hoch. Haben wir noch Kontakt zu Nex? Offensichtlich nicht, aber aus irgendwelchen göttlichen Gründen hat er sich dazu erbarmt, uns Grüße auf Twitter dazulassen, was alle sehr gefreut hat. Und, das habe ich gehört, ich habe es nicht gelesen, aber ich habe es nur gehört. Ja, also das gefreut. Natürlich, da waren einige sehr verwunderte Blicke gewesen und das haben wir auch sehr gefeiert. Aber ja, also Johnson leider kein Kontakt mehr, da müsst ihr mal Dennis fragen, der hat bestimmt öfters Kontakt, aber irgendwann wird man Joe wiedersehen. Irgendwann wird man ihn wiedersehen. Wird Engine Permaband, interessant. Also wir haben uns etwas kurzfristiger entschieden, Inferno zu spielen, weil ich auch der Meinung war, wir haben jetzt eigentlich ein gutes Setup dafür, dass wir Inferno spielen können. Das sollte keinen Grund geben, das nicht zu spielen. In Sachen Handling kann ich eigentlich jedem helfen, besonders auf Inferno gerade. War eine unserer stärkeren Maps früher vom Handling her und besonders in Pressure Games. Wir brauchen einfach noch ein bisschen Zeit. Wir hätten Zeit gebraucht, ein bisschen in Inferno besser reinzubekommen, um Engine ein bisschen besser reinzukommen. Und zum Beispiel Overpass hat auch sehr gelitten mit Nils anstatt Josef zum Beispiel. Zum Beispiel, wo Josef anstatt Nils auf der Map gespielt hat, haben wir ein bisschen besser ausgesehen. Unsere
ganzen Protokolle, unser ganzes Movement auf der Map war ein bisschen flüssiger, würde ich sagen. Also da hat man hat schon gemerkt, so auf drei Maps hat ein bisschen Training gefehlt. So auf den anderen Maps würde ich sagen, hätte uns jetzt der ein oder andere Prack jetzt nicht unbedingt viel weitergebracht. Aber zum Beispiel so zwei Pracks auf Inferno, vielleicht zwei Pracks auf Ancient mit bisschen Besprechungszeit und so ein, zwei Spiele auf Overpass, das sind ja, also das sind ja so fast, ich sag mal, 1,5 Trainingstage, vielleicht fast 2 Trainingstage, je nachdem, wie viel man besprechen muss. Die haben uns schon gefehlt, würde ich sagen. Besonders mit dem Line-up halt. Ja. Dann auch schon hier ein paar Mal in letzter Zeit gehört, ob wir wissen, was bei Nick abgeht, also bei Garde. Der schöne Nick, so viel ich weiß, versucht er sich gerade bei ein paar Teams anzubieten und sollte auch im Sommer gute Chancen haben, gepickt zu werden. Also ich denke nicht, dass wir ihn nochmal bei Big sehen. Ist ein Helikoptereinsatz, sorry dafür. Alter, was Und läuft denn bei dir, Alter? Schiff, Kälte Helikopter. war sehr gefährlich gerade. Heißes Pflaster. So, glauben wir, Ja. dass Dennis nochmal in die Szene zurückkommt? Nee. Doch, der will Ganz doch jetzt gut. so ein bisschen immer so. Also in die Als Szene so als Spieler. Spieler nicht, als Spieler denke ich nicht. Das ist eher so der Struktur in Deutschland geschuldet, dass da für ihn, denke ich, nichts Sinnvolles dabei ist. Ich sehe ihn immer noch bei Sprout, wenn ich ihn sehe. Warum auch immer, aber er und Timo sind schon eigentlich immer unzertrennlich gewesen. Aber ich glaube nicht, dass er nochmal als Spieler zurückkehren wird. Aber er hat sehr coole Auftritte gehabt. Er war bei Red Bull Flick gewesen. Das, was du letztes Jahr gemacht hast. Ja. Er hat coolen Content mit uns gemacht für Philips, fürs OneBlade. Und auch mit Backforce ein paar Ist Sachen. Ich gehe schon mal cool, ist fest schon ein davon cooler aus, Dude. Der ja. sollte bei sowas öfter mitmachen, auf jeden Fall. Ja, ich gehe mal davon aus, dass man ihn bei ein paar Sachen noch sehen wird. Und vielleicht sogar weiterhin in Expertenrollen. Das wäre auf jeden Fall jemand, der sehr viele Geschichten zu erzählen hat. Hoffentlich nicht zu viele von uns, aber wahrscheinlich doch. Wieso werden. Oh, das ist eine. Lenz, das hast du geschrieben, ne? Wo? Mad Max 21 fragt: Wieso werden krasse Führungen von euch meistens nochmal knapp? Ist das ein mentales Problem? Also, Lenz' Theorie ist: Wenn. Fragezeichen und Oder, Aus dann oder sie. Ausrufezeichen. Ausrufezeichen, wieso brecht ihr nach 7-1 oder Genau, 7-0 das ist die immer ein? Lenz' Theorie. Wir führen 7-0, 7-1. Und dann verlieren wir fast jede Runde in Folge. Lenz, was ist denn deine Erklärung? Das ist jetzt sehr interessant. Vielleicht sogar Okay, noch interessanter als was ich schreibe. aber habe ich eine Ge du kommst aus dem Gefängnis Freikarte? Ja, Wenn hast ich. du. Du kannst Okay. auch alles auf mich beleben, ist in Ordnung. Also meine Theorie ist, dass wenn wir so geil in ein Game kommen, am Anfang, weil wir haben diese Momentum Runs, haben wir ja auch sehr oft am Ende, wo wir fette Comebacks machen. Also ich persönlich habe es lieber, wenn wir am Anfang hinten liegen und dann gewinnen, ist die Chance sogar tatsächlich höher, aufgrund von meiner jahrelangen Erfahrung als Zuschauer und Wie viel Teammanager. Geld hast du schon in Jinx investiert? Also sagen wir, ich habe gegen Fnatic, als wir in Lund waren, habe ich 3 Salate an Fabi verloren und die haben 60 € gekostet zusammen. Das waren gut investierte 60 €, dass ihr ins Halbfinale kommt. Dankeschön, Lenz. Aber ich sage natürlich, dass ihr vielleicht ein bisschen, also entweder könnt ihr nach so einer Führung, seid ihr overhyped und denkt, es ist zu einfach und habt so wirklich so eine Blockade im Kopf, wo ihr sagt so, wenn es dann einmal nicht läuft, scheiße, jetzt haben wir doch alles falsch gemacht, anstatt weiter auf seine Stärken zu vertrauen. Oder das Team oder der Coach schafft es nicht, auf die Reaktion der Gegner zu reagieren. Es gibt vielleicht Momente, wo die Gegner auch sagen, ah ja, okay, das Game ist eigentlich weg, wir können YOLO machen und vielleicht kommt ihr darauf nicht klar. Oder die stellen irgendwas Wichtiges um und ihr habt keine Antwort darauf, weil ihr es entweder nicht wahrnehmt oder nicht handeln könnt. Das wäre jetzt die Lenz-Theorie. Ja, aber die, das sind ja viele, du hast ja viele Ausfahrten gezeigt. Ja, ich brauch wahrscheinlich mehr. Du kommst aus dem Gefängnis Freikarten. Also, ich kann mal so sagen, also billig erklärt ist, ich denke mal, das erste, was ich gemerkt habe, wo ich ins Team gekommen bin, ist, wir haben ein sogenanntes Flow-Problem. Wir spielen viel zu selten den Flow des Spiels. Wir sind zu statisch in den Analysen. Ja, wir haben eine Analyse. Aber der Flow des Spiels bedeutet,
Ist das Spiel hektisch? Ist das Spiel kontrolliert? Ist das Spiel, ich sag mal so, sehr, sehr dirty? Kommt es also, sprich, kommt es auf viele Einzelaktionen an? Ist ein Spieler vom Gegner jetzt ein bisschen overhyped? Merkt man da, der will ein bisschen zu viel selber entscheiden? Also, da gibt es viele Faktoren und ich habe gemerkt, dass diese Faktoren in dem Team, bevor ich sozusagen gekommen bin, sehr vernachlässigt wurden. Das bedeutet, man hat einen guten Plan und das hatten sie auch vor mir. Meistens einen relativ guten Plan, also einen guten Gameplan, gute Analysen, weißt du, gute Ideen. Und dann ab der Führung oder ab der, nachdem sozusagen so der Plan ist dann, ist so, weißt du, so, jetzt habe ich nichts mehr mit dem Plan zu tun, dann starten die Probleme, weil dann muss der Flow starten. Wie haben die Gegner in den ersten Runden reagiert? Wie verstehen sie überhaupt? Hat unsere erste Equip irgendwas in ihrem Gehirn verursacht, was wir vielleicht manipulieren können, was wir vielleicht ausnutzen können? Und ich denke, das war auch ein Grund, warum wir immer höhere Führungen abgegeben haben. In versuchen es jetzt ein bisschen, habe ich versucht, den Fokus auf den Flow zu legen. Das haben wir eigentlich auch ganz gut gemacht. Viel mehr Mid-Round-Calls. Johannes konzentriert sich sehr auf den Flow des Spiels. Spieler konzentriert sich auf den Flow des Spiels. Es ist noch nicht perfekt, bei Gott nicht. Ich meine, wir haben aber jetzt etwas stärkere CT-Seiten. Weißt du, wo wir zum Beispiel jetzt gegen Astralis, ich glaube, ja, es gab auch wieder eine Szene, wo wir 7-1 geführt haben. Und es ging am Ende dann 11-4 aus, was aber hätte 12-3 ausgehen müssen. Aber in Vergangenheit hätten wir nur 9 Runden geholt. Oder vielleicht nur 8-7 die Hälfte beendet. Und das ist schon mal besser in die richtige Richtung. Aber ich bin mir definitiv bewusst, dass es da, ich sag mal, da sind wir manchmal dem Gegner ein bisschen unterlegen noch. Aber sind schon sehr, sehr viel besser geworden. Und deswegen sind auch die Ergebnisse besser jetzt, denke ich, weil wir uns mehr auf den Flow des Spiels konzentrieren, als nur auf, ich sag mal, auf die Analyse oder auf, ich sag mal, unser eigenes Spiel. Okay, bleiben wir beim Thema Flow des Spiels. Wie siehst du diese Diskussion über Online-Syrson und Offline-Syrson? Ja, also wenn man natürlich Rische kennt, ist es auf jeden Fall so, der muss sich natürlich wohlfühlen in der Umgebung. Und wenn das Setup jetzt nicht so gut ist und so weiter, dann stört es ihn schon, aber man sieht es nicht nach außen, weil der regt sich jetzt nicht auf, haut auf den Tisch oder so, sondern der macht halt sein Ding durch. Und ich würde auch nicht sagen, dass er irgendwie online irgendwie anders ist als offline, also von seiner Kommunikation her, von seiner Aura her, wirkt es eigentlich alles gleich. Deswegen, aber ich bin mir natürlich dennoch bewusst, es ist aber einfach, ich denke mal, logisch, dass solche ruhigen Spieler, denke ich, nicht den Hype verspüren, jetzt im LAN unbedingt auf der Bühne viel Adrenalinkick bekommen und dadurch vielleicht bessere Performance machen oder vielleicht schlechtere Performance machen. Und ich denke, deswegen müssen wir einfach öfter in diese Situation kommen, um mehr darüber sagen zu können, ob wir vielleicht da ein Problem haben oder nicht. Ich denke, auch in den anderen Turnieren war das so okay. Natürlich hätte man, weiß jeder, also jeder Einzelne, aber auch im Team, hätte die letzten zwei Spiele in Cologne besser spielen können. Das ist ganz klar. Da gab es keinen, der jetzt sagen würde, nee, das war mein Maximum. Deswegen, also müssen wir da einfach öfter in die Situation kommen. Und ich weiß aber, wie Rische tickt und wie der arbeitet. Also da macht euch da keine Sorgen. Der Typ ist wirklich eine absolute Maschine. Und wenn er mal hier und da vielleicht ein schlechtes Spiel hat, braucht er meistens nur eine Runde. Dann kann er das Spiel wieder turnen. Und er hat immer noch sehr viele gute Teammates. Er hat guten Stuff hinter sich, dass wenn er mal vielleicht nicht so optimal performt, dass wir ihn haben. Und dann braucht er halt eine Runde, um backzukommen. Wie zum Beispiel auch gegen Astralis auf das 2. Hatte er nicht so ein gutes Spiel am Anfang. Wir haben ihm vertraut, wir haben gesagt, eine der nächsten Runden musst du holen, hat sein Ace geholt und dann hat es angefangen auf Overpass eigentlich sehr, sehr solide und gut gespielt und auch da gewesen eigentlich. Ja. Gut. Was haben wir? Ich scroll mal einmal hoch. Ich hatte oben halt schon eine gute Frage gesehen. Da wurde tatsächlich sogar auch hier nach der Rische-Situation gefragt.
Was meint, genau hier, was meinte Jarosch mit seinem Tweet, als er gesagt hat, der nimmt das alles auf seine Kappe? Ja, aber Leute, ist doch klar. Wir wissen alle, wie Johannes spielen kann und dass das nicht sein bestes Spiel war, da müssen wir nicht darüber reden. Aber der Typ, Alter, der Typ ist eine absolute, der hat einen Anspruch an sich selbst. Das, also da kann nicht mal ich mithalten, okay? Also so, wenn das nicht genug Praising ist, dann weiß ich auch nicht. Also der Typ ist sehr, sehr streng zu sich selbst, weiß genau, was er falsch macht. Und ist natürlich sehr, sehr traurig, wenn er jetzt besonders also für Köln nicht seine beste Leistung abrufen kann oder nicht abgerufen hat. Ist doch klar, dass er da sehr, sehr traurig ist und weißt du? Also da Ja, gibt ist es schon eigentlich nicht klar. viel zu sagen. Es war einfach nicht sein Game. So, aber dafür hat er dann auf Overpass, ist er aufgewacht, hat sehr viele Runden gecarried, unter anderem auch die Pistols. Also deswegen kann man mal ein oder eineinhalb Maps schlecht haben, aber sein Team ist ja da und deswegen ist es ja ein Best of Three und in der dritten Map hat er, denke ich, sehr, sehr gut gespielt. Hier ist noch eine wichtige Frage vom Chefredakteur von 1HP, der besten Newsseite, die es gibt für deutsche Szene-News in CS. Vermisst du es selbst, auf dem Server zu sein und zu spielen? Gerade, oder wie würdest du einfach gerne mal so einfach einen wegschubsen und dann sagen, okay, du bist jetzt raus, Gott spielt? Nein, also das Einzige, was ich will, ist, dass die meine Stimme hören. Das ist das Einzige, weil ich bekomme ja alle Ansagen mit, ich habe ja keinen Ingame-Sound, ne, ist ja klar. Und dann höre ich, also ihr kennt das vielleicht, wenn ihr Charade spielt und ihr merkt so, der Typ, ihr seid der halt so Pantomime macht, ne? Oder halt Charade und ihr merkt halt euer Publikum, so, die Wörter, die sie euch reinwerfen, gehen in die falsche Richtung. Und das ist manchmal so, wenn ich von außen zuhöre und ich höre halt, was für Sachen kommen und ich sehe halt die In-Eyes und denke mir so, okay, die sind da nicht. So, ich habe einen Read halt. Aber ich merke so die Ansagen, hey, die sind vielleicht da. Ja, ich habe da vielleicht das. Ja, vielleicht. Und dann merke ich so, wir driften in die falsche Richtung und da wäre ich schon sehr, sehr gerne manchmal alleine, deswegen auf dem Server, um zu sagen, hey, Idioten, die kommen da nicht, die kommen genau dort. Und meistens habe ich leider recht und das ist das Einzige, was ich eigentlich gerne will, weil ansonsten sind die Jungs alle super und spielen natürlich viel besser, ist ja klar. Okay, wollen wir mal Kommen wir erklären jetzt zum zu. Geschmacklichen? Ja, genau. Kommen wir zum Geschmacklichen, Also sehr warum gut. wir diesen wunderschönen Stream, Leute, der sehr, sehr selten geworden ist, erstmal an die ganze Valorant-Community, also es tut mir leid. Ich hoffe wirklich, ihr vermisst diesen absolut kostenlosen Content von damals und habt mich ein bisschen vermisst, weil das war schon sehr guter Content, wenn ich mal so kurz auf meine Schulter klopfen darf, Lenz, so weiß ich, dass ich das nicht so oft mache. Jemals würde ich jetzt sagen, hör auf, dich selbst zu beweihräuchern. Ja, genau. Aber natürlich, die Zuschauer wissen halt, dass ich das natürlich sehr gern mache. Und wollte sagen, es ist wirklich sehr schwer, wenn man ich sag mal, in die CS-Schiene wieder geht. Man hat, also was an Pressure von Valorant und CS, das kannst du nicht vergleichen. Das bedeutet nicht, dass Valorant da nie hinkommen wird, weil da werden wir vielleicht auch irgendwann hinkommen, aber es sind unfassbar viele Turniere in CS. Ich habe nicht mal ein- und ausatmen können. Ich habe heute, seit langer Zeit steht das an, seit Jahren steht das schon an, habe ich so meine Bankgeschichten ein bisschen geklärt. Nee, Doch, ich habe jetzt, doch, doch, niemals doch, Lüge. doch. Du der Roman. Ja, ich habe mit Roman natürlich heute Mit ein Date. Roman also, okay, alles Natürlich. klar. Ja, aber guck, aber jetzt wirklich, also so die To-Do-Listen abzuarbeiten, ist mal manchmal, ich schwör's euch, wenn man einen freien Tag hat, dann will man auch einfach nur gamen, Mann, und ein bisschen chillen. Und diese Tage nehme ich dann nicht zum Arbeiten, sondern echt zum Ausruhen. Und heute hatte ich mal sozusagen so einen Tag, wo ich ein bisschen arbeiten konnte, so in diese To-Do-Liste. Deswegen hat mich das sehr gefreut und will damit sagen, dass diese Streams leider sehr, also seltener werden. Aber ich dennoch ab und zu, auch jetzt auch mit vielleicht einer Pressekonferenz, immer mal wieder am Start sein werde. Sehr gerne. Vielleicht auch mal das ein oder andere Spiel Valorant anschaue. Und richtig so vom hohen Ross, ich bin ein erfolgreicher CS-Coach, die Leute judge.
Lenz, auf diesem hohen Ross kannst du natürlich auch mit dabei sein. Sehr gerne. Aber zurück zur Frage, warum wir heute hier sind, Leute. Wir haben eine coole Map. Ich habe eine Kooperation mit Müllermilch, Leute. Wir werden, wie Lenz schon gesagt hat, in Köln sein. Ihr habt vielleicht den einen oder anderen Trailer schon gesehen. So ein bisschen Animationsfigur. Ist da. Aber wir wollen auf jeden Fall jetzt die Map uns anschauen. Ich habe die Map einmal nur kurz gestartet. Ich habe sie noch nicht gespielt. Und für euch gilt es, ihr könnt auch in den Chat, glaube ich, Ausrufezeichen Müller oder Müllermilch eingeben. Müsste auch unter dir in den Infos verlinkt sein. Ja, warte mal, Müller. Ja, genau. Da Ja. seht ihr das alles. Und ihr könnt, wenn ihr mich schlägt und die Sachen sozusagen screenshottet, hochlädt, alles, was da unten steht, befolgt, könnt ihr dann 2x2 Karten gewinnen und ja, euch Cologne von einer. Hey Twisten, my friend, how are you? Und könnt ihr halt dann dort mit dabei sein und Lenz wird am Start sein. Gezwungenermaßen wahrscheinlich. Nee, ich bin als Mental Backup da und ich würde auch sehr gern einmal die Chance nutzen, um mit meinem guten Freund Gob in der Kolbstraße mal beim leckeren türkischen Essen entspannen. Und vielleicht Ja. danach noch ein Dondurma. Ist das Eis? Aber wir essen eigentlich nichts Süßes, Lenz. Wir sind eigentlich Ja, aber relativ dieses clean türkische Eis, unterwegs. ja, okay, dann lassen wir das weg. Außer wir Dann machen noch ein kein bisschen Dondurma. Tennis, Sport, bisschen Basketball, dann okay. Aber wir sind ja eigentlich relativ clean unterwegs, Leute. Und deswegen gibt es auch von Müllermilch Zero-Getränke, wovon ich bisher aber nur Vanille probiert habe. Hast du schon mal eine probiert? Nein, leider noch nicht. Ich war sogar letztens extra, um das zu probieren, Das ist sogar relativ neu, glaube ich. Also ich habe es auch gar nicht aber ist das gesehen. Zero Calorie Zero oder ist das nur Zero Sugar sozusagen Das und hat ist Zero vielleicht, Sugar. ja, aber ist schon nice. Wie Okay, das ist schmeckt's, schon. Lenz? So unter Also. uns? Ich habe schon sehr viele schlechtere Sachen getrunken. Also man kann es trinken, aber du weißt, Müllermilch musst du eiskalt trinken. Ich bin eh, du kannst mich dafür nicht nehmen, meine Lieblings-Müllermilch war Kiba gewesen. Du Und hast ich schon einen hatte mal, speziellen Geschmack sozusagen. ich hab wirklich einen speziellen Geschmack und ich hatte mal ganz kurz, gab es, glaube ich, eine Kokos-Edition, die habe ich auch literweise getötet. Aber ja, eiskalt, die Zero Vanille kann ich auf jeden Fall empfehlen. Es gibt, Was glaube ich, ist noch denn mehr. euer Lieblings-Müllermilch-Geschmack? Pistazie. Aber da guckt Zementkopf, das sagen ultra viele. Ich habe es noch nicht einmal probiert. Doch, Mann. Pistazie auf jeden Fall nice. Von Erstmal Chillen ist, da gab es mal eine Kooperation von Schokolade und Erdbeer in einer drin, also so ein Mix. Es gab mal so silberne. Also die haben so eine spezielle Limited. Pistazie, Kokos, interessant, Alter. Aber Dickerchen. ich mag Nils, was Pistazien geht? nicht so. Hey Nils, Vanille. Nils, du bist in-game hier. Jetzt machen wir hier, Wie steht steht's denn da? 1-1. 1-1, die 1-1? zweite Nee, der Map darf doch nicht. wurde ein bisschen reingeschissen. Da darf man jetzt hier nicht Stream schauen, aber ich weiß, wie Nils gerade auf dem Balkon Oh, mit aber Kippe es im ist Mund Best of ist. Five, ne? Ja, ist Best of 5. Okay, Jungs, weiter natürlich parallel auf zweiten Monitor Academy anfeuern. Das ist ja Ja. klar. Nee, das schafft ihr, Bruder, jetzt. Also, es sind sehr viele Klassik-Leute mit dabei, wie man hier sieht. Aber mir gefällt auch der Pick von Renania Tritius, Müllermilch Jack Daniels. Das ist auf jeden Fall die würzige Diesen Variante. Geschmack habe ich in Rewe noch nicht gesehen, Alter. Muss man ein bisschen mixen. Naja, auf jeden Fall wichtig ist, wenn ihr die Highscores von Fatih schlagen wollt und das auch getan habt, bitte richtig mit dem Hashtag GoMilk or GoHome auf Twitter hochladen, damit man das zuordnen kann. Danke, Lenz. Sehr Und gute Arbeit. ja. Und die Gewinner werden ausgelost am Montag und über Twitter kontaktiert. Aber Also bitte die dann auch werden wir DMs die Gewinner aufmachen auch und so. treffen? Ich denke schon. Und es gibt noch etwas anderes, was ich ansprechen will. Ich muss mal hier kurz ein bisschen Den Eigenwerbung Kühlschrank, den machen. es zu gewinnen gibt. Man sieht, ich weiß nicht, ob man das sieht, das ist das neue Cologne-Trikot, Leute. Das wird es nur in Cologne, auf Stock. Cologne, für Cologne geben. Und ich habe heute mit Management geredet, weil ich dachte mir so, ey, wenn ich jetzt irgendwelche Leute sehe mit dem, genau mit dem Trikot, dann will ich denen irgendwas Gutes tun, ne? Und ich darf mal später in das Merch reingehen und mir so ein paar Sachen schnappen. Und ich werde versuchen, für uns Leute, für uns alle das Bestmögliche rauszuholen. Damit ich euch noch, wenn ich irgendjemanden sehe, ey, du hast das Trikot an, so, hier hast du das zum Beispiel.
Irgendein, keine Ahnung, was ich Warte, noch muss ich den rausschneide. Rucksack tragen, wo die Sachen drin Ja, sind? Lenz, musst du tragen. Das ist schon Hodor. gutes. Ja, genau. Aber so, dass wir so eine. Also, dass die Leute ein bisschen belohnt werden, die das Trikot so tragen, okay? Ja, Ich habe also jetzt ich gebe dir angeboten, nur einen mit den Tipp. Leuten Bilder zu machen, aber ich glaube, das wäre ein bisschen zu dreist gewesen. Deswegen haben wir das Ja, gelassen. Daniel ist ja hier im Chat, unser Geschäftsführer, der wird sicherlich mal aus Versehen das Merch-Lager offen lassen. Ja, Und genau. ja, Hodor Lenz wird die Tasche tragen. Ja, Danke dafür, also Bob. natürlich, Lenz, dafür bist du da, danke. Ja, also es gibt auf jeden Fall, die Gewinner kriegen das unterschriebene Müller-Milch-Jersey, das ist auch hier eine Special Edition. Unterschriften gibt es von dir, Melli und Tweeday, glaube ich. Ja. Gibt ein Meet and Greet mit den Leuten. Und zusätzlich gibt es noch einen Mini-Kühlschrank zu gewinnen, der wird nach der IM verschickt. Also Teilnahmebedingungen nochmal kurz wiederholt. Highscore von Fatih schlagen. Hashtag Das Go wird nicht Big or Go schwer. Home. Das wird nicht schwer, Leute. Ich habe Ja, den ein stell dir vor, bisschen ich gesehen. müsste spielen. Das wären sehr viele Gewinner. Man wird ja dann ausgelost. Ja. Ja. Und also es gibt vier Gewinner insgesamt, also zweimal zwei Weekend Premium Tickets. Das sind die besseren Tickets für Cologne, für sich und eine Begleitung. Und das hat schon einen Wert von 299 Euro. Also ist auf jeden Fall eine erfrischend gute Kooperation, die du da am Start hast. Genau, was auch noch erfrischend ist, dass wir jetzt direkt in-game gehen. Ja, ich bin Leute, gespannt. ihr könnt auch unten in dem Link, könnt ihr die Map euch auch runterladen, ja? Und euch einfach so wie ich jetzt, ich zeige es euch mal, wie das geht, in-game, also auf die Seite gehen, ne? Ganz normal dann abonnieren. Also Lenz, ich weiß nicht, ob du wüsstest, wie das geht, ohne dich Nee. persönlich anzugreifen natürlich. Nee. Genau. Also ihr geht sozusagen also startet euer CS oder geht auf die Seite, abonniert es, dann müsst ihr CS starten. Und ich hoffe jetzt, dass auch alles jetzt gut klappen wird. Und dann gucken wir uns als erstes, gucken wir uns mal die Map an, okay? Und ihr könnt ruhig im Chat ein paar Tipps geben, aber nicht zu viele Tipps, damit es halt relativ einfach für euch ist, okay? So auf cool Basis. So, man geht hier oben auf CS, dann geht man hier. Dann auf Workshop, Leute, ja. Und dann ist die Map in dem Fall bei mir hier jetzt. Da unten machen wir Go. Und schon geht's los. Lenz, weißt du überhaupt, um was es in der Map geht? Nee, ich musste eben nur einmal kurz lachen, weil da hat Aber ganz hier. kurz, ich finde, Ja. das Bild sieht schon cool aus, muss ich sagen. Damit können wir schon ein Das ist auf bisschen jeden Fall flexen. cool. Ja. Ich musste eben kurz lachen, weil hier ein Chat-User gesagt hat, du siehst aus wie Winnie Pooh. Echt? Und Es mir gibt fallen jetzt ein. irgendwie tausend andere Figuren ein, die eher aussehen wie du. Ja, es gibt jetzt einen Horrorfilm, da hat der Killer Das eine habe ich Maske mitgekriegt. von Winnie Pooh an. So, guck mal, also Ja. in der Map geht es darum, die ganzen Da Getränke zusammen. einzusammeln. Gucken wir mal hier, das ist ein schönes Aber hier Zero-Getränk. Zero Vanille schon, zack. Zap. Und dann muss man halt so weitergehen. Das ist halt, das Wichtige ist, man muss halt versuchen zu verstehen, was der beste Waypoint ist, okay? Das kann halt so ein bisschen Du hast dauern. nur einen Das, Weg oder was, oder? ich weiß nicht genau, welchen Weg, aber so. Also nee, du kannst dich wahrscheinlich so frei bewegen, wie du möchtest. Jetzt Also zum Beispiel wann ist die da. Map vorbei, wenn du alle Flaschen Genau, eingesammelt hast, da steht oder? jetzt 8 Bottles left. Ich glaube, du musst insgesamt 11 Bottles Okay. nehmen. Jetzt muss ich zum Beispiel mal gucken. Achso, wahrscheinlich von hier. Tja, Gott. Passe ich Also da ich habe da durch? oben eine gesehen. Vielleicht wäre ich doch schneller als du auf dieser Map. Da kommst du nicht Oder so kann ganz um man die Ecke. so hoch? Na Gott. Da ein bisschen drum rumjumpen. Nee, das geht nicht. Nee, ich Wie? muss drum rum gehen. Du kannst nicht hier rum jumpen. Also hier rum geht's. Das geht. Schade. So, wir wollen die Map ein bisschen kennenlernen. Das kann ein bisschen dauern. Warte mal, dann so. Dann hier. Ja, weil man bleibt hier oben hängen, weißt du? So, als. Ihr könnt ja auch ein bisschen von mir lernen. Oh, es gibt verschiedene Zero-Geschmäcker. Ja, das hatte ich ja schon gesagt, aber ich habe es ja nur einmal probiert, weil ich echt Bock hatte auf ein kaltes Getränk. Aber das, ich finde es voll cool eigentlich, dass es so viele Zero-Getränke gibt. Weil Leute, die wirklich so ein bisschen versuchen darauf zu achten, dann immer noch eine Option haben. Aber warte mal, wie komme ich denn überhaupt da? Da ist ja oben was. Dass man dann auch noch eine Option hat, irgendwas zu essen. Ah, okay, nice. Oder zu trinken in dem Fall. Banane, Lenz, was sagst du zu Banane?
Also das war so meine Einstiegsmüllermilch Würdest und du, ja, würdest du sagen S-Tier oder wie, was würdest du sagen so? Welche Tierlist? ja, das ist Kopfbanane, Leute. das Problem, also Bananenmilch an sich ist S-Tier, eine selbstgemachte. Die Müllermilch hat nach einer Zeit für mich so ein bisschen den Status an die Kebab verloren, aber ich habe ja schon gesagt, ich habe einen sehr speziellen Geschmack und deswegen sollte Lens Judgment niemals gelten. Lens Judgment, Best Judgment. Guck mal, aber ich habe schon ein bisschen, so glaube ich, die Map ein bisschen raus, oder? Ich kann hier kann ich noch rennen. Okay, bis hierhin. Hier geht's nicht mehr. So, noch zwei So. Bottles left. Da oben und da oben. Es wird Okay, auf gucken. jeden Fall ein bisschen Movement Fail geben. Es wird Movement Fail geben, aber ich muss einen guten Plan machen, Leute. Wie, von welcher ich starte. Ich wünsche, ich könnte so gut mich in Real Life Ich bewegen. glaube, Müllermilch wünscht sich, dass wir einen aktiven CS-Spieler genommen hätten, wenn man dich über die Map krabbeln sieht. Warum denn? Es Da wird sollen auch doch schon dein mehr Leute das Veteran-Movement einrichten. gefallen. Es sollen doch mehr Leute einrichten, einreichen. Warte mal, da hoch? Zementkopf, gelbe Karte. Was hat Zementkopf gesagt? Am besten ist eh Muttermilch. What Das hat mich ein Spieler aus unserem Team schon gefragt, ob ich das probiert habe. Und natürlich nicht. Also ich Dich hat glaube, da gibt jemand es aus tatsächlich unserem Leute, die mir Team auch gefragt, abhängen. ob du Ja. Muttermilch probiert hast. Ja, mit einem Grinsen. Okay, Und so das geht's anscheinend. war ein Spieler aus Ostdeutschland. Ah, okay. Das ist offiziell die erste Zeit. Okay, so jetzt muss ich mal einen kleinen Plan machen, Lenz, okay? Und du bist in den Plänen, wie in den Gameplänen, immer sehr, sehr gut mit dabei. Okay. Ich Wo fangen wir an? würde von außen rum nach innen gehen. Ich würde die erste würde ich als letzte holen. Die hier? Also so würde ich anfangen, hier rechts. Die würde ich als letzte, die Die hier, ne? mittlere als letzte, ja. Ja, okay. Versuchen wir es. Ich Oder muss von mir aus jetzt. als erste, du Das gehst Gute ist, ihr einmal müsst außen entlang nur nach rechts. rechte Maustaste gedrückt lassen für den Neustart. Das hat mir Phil noch gesagt. Und jetzt geht's los, Leute. Eins in den Chat, wer möchte, dass ich eine gute Zeit mache, oder halt zwei in den Chat, damit ihr halt eine höhere Chance habt. Ich werde mich natürlich davon nicht beeinflussen lassen. Ich gebe trotzdem mein Bestes. Aber das sieht doch schon mal gut aus. Ich glaube, diesmal fange ich hier an. Viele Einser in den Chat. Also ihr wollt, dass die Leute, die sich das verdienen, auch wirklich verdienen, ne? Das ist korrekt. Gute Sportsmanship, Leute. War das hier? Ja, ne? Hey, Lenz, das sieht doch schon mal ganz gut aus, Alter, oder? Ist das jetzt meine Strategie oder nicht? Ja, doch, Natürlich sieht die also. gut aus. Ich verstehe die Frage nicht. Was war die Frage? Ich habe nicht zugehört. Überleg schon mal, was die nächste Option wäre. Ich glaube jetzt hier. Okay, das kann man auf jeden Fall verbessern, noch diesen Part. Ja, wenn du jetzt überlegst, also du müsstest das einmal andersrum quasi noch machen und dann nochmal irgendwie einen Mittelweg und dann müsste man überlegen, wo hätte man was optimieren können. Einer fehlt noch, wo ist denn der? Glaube, das war eine blaue irgendwo oben drauf. Okay, da habe ich auf jeden Fall Zeit verloren. Bin aber auch gerade lost. Chat. Wo ist der Chat, wenn man ihn braucht? Also wenn du sie findest, wirst du auf jeden Fall immer noch Bestzeit haben, aber Ach, da oben. Okay. war es eine blaue? Ja, aber der ist Ja. Abfuck, muss ich sagen. Weil der. Okay, ich muss von dem Dach starten. Die muss ich relativ früh holen, würde ich sagen. Nee, Essex, es geht nicht mit Movement. Movement brauchst du nicht hier. Das wäre eine Also gute Route. Also ein wird jetzt bisschen. nicht. Ja, aber wir, also gehen wir mal ganz kurz durch. So.
Ist das richtig, die und die zu holen? Hier so zuerst. Eigentlich ja, oder? Weil die geht halt relativ schnell. Zap, tap, tap. Jetzt kann ich hier nichts mehr machen. Könnte Was von ihr ist hier da, jumpen. was wird hier gefragt, was ist der Milk Boost auf Maus 1? Lol, was ist das? Da Lol. läuft man schneller. Lol, ich kann so höher jumpen. Lol, das changed alles. Wer hat das gefragt? Wer ist so ein Hier, Genie? CL Panda. Zähl CL Panda, Panda hat Alter. auf jeden Fall gerade schon mal etwas Die mehr Zeit. Hälfte der Leute ausgeschalten. Warte mal, ich könnte doch von hier mit so einem Milk Boost da oben drauf. Ja, okay, Ja, komm, wir dann versuchen es. Geil. flieg. Okay, CL Panda auf jeden Fall schon mal sehr viele Fleißpunkte. Du hast aber nur einen Milk Boost, oder? Nein, 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 ich Also bekomme kriegst immer pro Bottle einen. einen. Kriegst pro Bottle einen. Also okay, das geht, man kann es nicht so nice machen, wie ich dachte. Aber es ist eigentlich okay, ist fair. Wenn du die gut einsetzt, was du, sonst würdest du ja nur da so rumjumpen. Boah, das sieht doch jetzt hier. Lenz, das sieht doch ganz gut aus, oder? Ja, danke an CL Panda. Wenn Phil im Chat wäre, könnte er hier mal einen Merch-Gutschein an CL Panda raushauen. Hat er sich verdient. Phil schreibt mir WhatsApp. Blind. Bitte nicht wieder Merch versprechen. Muss ich freigeben lassen. Ja, das ist Okay, ein guter Sven Weg. schreibt, erst Boost aktivieren, dann jumpen, nicht Ja, gleichzeitig. habe ich auch gemerkt. Jetzt habe ich drei Booster. Gut eingesetzt. Bisschen gewastet. Ah ne, warte mal, das müsste gehen. Nein! Da war ich greedy, Lance. Ne, das geht nicht, ne? Ja, ist okay, fangen wir nochmal neu an. Aber es sah schon mal besser aus, Leute. Wie lange soll ich das eigentlich so auf cool Basis versuchen? Bis wir einen ordentlichen. Die Frage ist, was ist, ich versuche gerade zu erörtern, was ein ordentlicher Move ist. Eine ordentliche Zeit. Ich würde sagen, unter 1,30. Ja, Mann, hätte ich auch gesagt. Ist auf jeden Fall möglich, aber bei weitem noch nicht. Man muss aber, man kann auf Ja. jeden Fall viel Zeit hier, ich sag mal, aufbringen, um sozusagen die perfekte Route zu finden. Aber das ist schon mal, glaube ich, gut hier. Glaube, das spart mir noch mal mehr Zeit. Ja, bist du gut in der Zeit? 5 Bottles left. Also, irgendwas. Der Ekel da oben. Okay, komm, Gott. Noch 25 Sekunden. Für 2. Du gehst da noch. Jetzt wird's knapp. Du schaffst das. Vielleicht schaffen wir eine 1,25er Zeit. Jetzt nicht wie Jarosch im Brunnen hängen bleiben. Vom Diffuse. Ah, toxischer Lenslenker. Das wird nichts. Das wird nichts. Aber okay. Was sagt der Chat, Alter? Ich habe den Chat jetzt ein bisschen ignoriert. Ich habe den Aslan Da gemacht. stand doch auch, dass man mehrere Boosts gleichzeitig aktivieren kann, Ja, oder aber täusche wie? ich mich? Ja, aber wie funktioniert das? Gucken wir mal. Warte mal. Also erstmal ein bisschen Probe. Mehrere Boosts verwenden. Da kann man bestimmt noch. Also dann ist so Infinite Possibilities. Guck mal, ich habe jetzt zwei Boosts. Bam, bam. Aha. Okay. Ja, okay, komm. Aber das Problem ist, ich hätte mir, wenn ich unfair wäre, hätte ich mir ein Video angeguckt, glaube ich, vorher. Okay, dann benutze ich hier noch nicht, weil das lohnt sich noch nicht. Das wird mir vielleicht nur eine halbe Sekunde einbringen.
Ich glaube, hier ist es worth it. Nein! Ich hab verkackt, okay, nochmal. Wieso? Ja, weil ich hab den. Ich bin oben hängen geblieben mit dem einen Jump. Aber ich. Ich glaube, ich mache es doch my way. Und ich benutze nicht den doppelten. Hat jemand die Map schon gespielt? Eins in den Chat, wer gespielt hat, aber ehrlich. Und wer wird die Map heute noch spielen? Oh nein, ich hab hier gar keinen mehr. Nein, ich hab irgendeinen gewastet, Lenz. Ich muss nochmal neu machen. Okay, Leute, habt ihr irgendeinen Tipp, wo man den Doppelboost einsetzen muss? Oder sagt ihr... Also da, wo es ganz hoch geht, hier sagt Essex. Okay. Vielen Dank, S6. Korrekt von dir, Bro. Mann, dass das nicht geht, Alter. Das habe ich eigentlich schon verkackt. Wie viele Jumps kann man sozusagen machen? Der hohe Turm, also hier, ne? Da würdet ihr es benutzen. Ja, okay. Noch ein Versuch, Leute. Er macht aber schon Bock, ich schwöre. Ich bin froh, dass ich das nicht machen muss. Ich würde mir die Finger brechen. Viele Leute würden es gern sehen, Lenz. Muss ich echt... Das ist schnell bewusst. Ah, Mann. Ich glaube, Infinite 5 geht safe. Boah, was? Das ist krass. Aber lohnt sich das auch? Oder habe ich überhaupt den richtigen Waypoint? Lenz, was sagst du? Waypoint gut oder? Ich bin der Meinung, er ist gut. Okay, Benson schreibt, den hohen Turm an der Ecke vom Dach kann man mit einem Dreierboost erreichen. Okay, ich habe jetzt Dreier. Einen benutze ich für hier und dann drei für da oben. Und wie benutze ich die drei? Wie benutze ich die drei? Das ist die Frage. Sollte ich das erstmal testen, Leute? Ist echt... taktisch, Alter. Man muss so überlegen, wo es sich lohnt, das einzusetzen. Versuchen wir diesmal diesen Weg. Ich mach's doch so, Mann. Zwar nicht alles gleichzeitig, aber egal. Wir müssen dann auch nicht die... Sieht komisch aus, komm. Ja, da habe ich ein bisschen verkackt, aber ich glaube, es ist das Richtige, den zuerst zu nehmen, weißt du? Als den anderen. Ja. Das sieht jetzt alles ein bisschen fresh aus. Würde ich als junger 17-Jähriger durchgehen, Lenz? 16,5. Aber ich glaube, auch das ist hier richtig. Hier, dann den. Dann den. Und wenn ich jetzt richtig cool bin, schaffe ich es ins Fenster direkt rein.
Letztes krieg ich Style-Punkte. Nein. Also für das Jersey, was du anhast, ja, aber Ey, für wo die kann Knoten man, in den wo kann Beinen man denn das nicht. Jersey überhaupt bekommen, Lenz? Das Jersey kriegst du nur Also ist im das Verkauf auf wirklich dem. nur oder ist das so ein Nur, Marketing-Shit? nur. Also das kommt auch nie wieder da rein dann. Also Gob, ich bin enttäuscht. Du bist nicht so lernfähig, wie ich gedacht habe. Du fragst mich immer Marketingfragen. Also ich habe, so wie Einfach ich hier dann, das Lenz. verstanden habe, nur in Köln. Boah, das ist gut hier. Lenz, nicht so schlecht, oder? Ich glaube, wir versuchen es noch einmal Ansonsten, das wird aus. schwer zu toppen sein. Wenn du Nee, ich da glaube, Druck. das schafft man. Nee, also das wird schwer für dich zu toppen. Also so meinst du. Ja, also Ja. man schafft das, wenn man einen besseren Waypoint hat. Vom Movement her war es in Ordnung, würde ich sagen. Okay, Leute, wir versuchen es noch einmal, okay? Und go. Und dann müsste. Dann ist das sozusagen. Vielleicht kann das auch einer klippen. Ist ein Mod on. Ich hoffe, du fragst mich nicht, weil Nee, keine Lenz, du Ahnung. nicht. Nein, nein. Okay, komm, Jetzt das versuchen wir. Konzentration, Fokus. Ja. Ich hatte gerade eben überlegt, ob ich dir ein motivierendes Lied singen soll. Dann ist mir eingefallen, dass ich nur Schlaflieder für meinen Sohn kann und da hört es bei mir auch nach der ersten Strophe schon auf. Dann schläfst du schon selber ein. Ey, aber was fies ist, die Farben der Flaschen ändern sich. Echt? Ja, Ist das nicht immer gelb da diese. oben jetzt zum Beispiel? Doch, Ne, ich da glaube war schon. blau eben. Der auf diesem Dings da war, draußen war blau gewesen eigentlich. Jetzt war er rot. Vielleicht schafft man das eigentlich da so direkt rüber. Ah, schade. Okay, komm. Das spielen wir nochmal durch. Ach komm, noch einmal. Das ist der Competitor, muss dann nochmal versuchen. Was glaubt ihr, Chat? Schafft Gob unter 1,20? Im Kopf ja, aber schafft er es mechanisch? Ne, mechanisch bin ich auch gut. Ich muss nur verbessern. Ne, also mechanisch bin ich im Movement vielen Valorant-Spielern auch überlegen gewesen. Und auch in CS-Jumps. Ach Mann. Guck, Lenz. Valorant ist auch ein Comic-Spiel. Lenz, wer war das, Alter, gerade? Ich Das glaube, war Mikele war Random kurz da. Hater 3? Ja, so ungefähr. Ja, Aslan ist im Chat. Nee. Was Doch. schreibt er? Eigentlich müsste man Aslan auf der Map mal sehen. Ich würde Aslan gerne mal CS spielen sehen. Spielt sehr gut, Alter, muss ich sagen. Hast du Und mal mit CS Nico auch. gespielt? Ja, wir haben Deathmatch mal gespielt. Ja, Nico ist eh Aim-Maschine. Aber guck mal, das sieht doch schon gut aus, Lenz hier, oder? Guck jetzt wieder blau hier da, wo du abgefarmt hast. Dann war die rot. Nein. Ich frage mich, ob ich das irgendwie besser hinbekomme. Oha, Benson schreibt, du kannst auf der Map SV-Cheats einschalten und no-clippen. Nur so schafft man unter 30 Sekunden. Aber komm. Also bitte. Ja, Cover eben einmal kurz Aslan beleidigt. Cover doppelt so alt wie Aslan und auf jeden Fall auch Ja, verdammt. schlagfertiger. Also hier, das hier kann ich auf jeden Fall noch verbessern, aber das wird nichts, Leute. Das wird nichts. Aber Ich egal, glaube, ich ich will würde noch. sagen, ein allerletzter Versuch. Ja, okay, komm. Aber mach vorher nochmal was, um locker zu werden. Vielleicht so eine kurze Atemübung. Nochmal an was Schönes denken. Gerade sitzen, Hände reiben. Und das ist der Versuch, der jetzt zählt. Die Zeit Okay. läuft übrigens schon. Hä? Ja. Okay. Bisschen Fokus, Alter, oder? Tap. Hm? Hier runter droppen. Ja, Fokus. Der letzte Versuch, die dritte.
Sehr gut, komm, auf geht's. Dass man keinen Drop Damage kriegt. Boost. Nein, doch New Records. Aber also Hut Aber ab. absolut knapp. Und das gut. Okay, das ist meine Zeit, Leute, okay? Lassen wir es einfach gut dabei. Aber ich würde trotzdem aus Interesse halber wissen, wie man einen Triple Boost macht. Würdest dann nochmal einen neuen Versuch machen? So wie ich mich kenne eigentlich ja, aber. Okay, warte, nehmen wir den mal unten. Weil ich will wissen, wie man diesen großen Turm macht. Jetzt ist es der Sovadat B, um das noch herauszufinden. Und dann, also hier oben Dreier. Warte mal, wenn ich jetzt von hier komme, kann ich nicht hier hoch. Oder geht es hier? Okay, hier muss ich eigentlich einen einsetzen, weil hier verliert man sonst zu viel Zeit, wenn man drum rumläuft. Was kann ich von hier machen? Na gut. Vom Dach aus ein Dreier. Von dem Dach Dreier dahin. Also mich würde es auf jeden Fall interessieren. Schickt mal eure Runs ein. Und also ich bin dann wirklich ein bisschen surprised, wenn ihr so gute Waypoints, kreative Waypoints habt. Aber sehr cool. Hast du einen Insider-Tipp, ob es in NRW eine Den hat Alex schon abgefragt, den können wir dir leider nicht sagen. Tut mir leid. Murrende Müllermilch gibt? Braucht eine Info. What the fuck? Du kannst auch, wenn es gibt doch, da kannst du auch irgendwie was gewinnen. Wenn du es aufmachst und Mut oder so, da kriegst du auch irgendwie einen fetten Geldgewinn oder Ich sowas. dachte, das ist immer nur so Joke halt. Nee. Das gibt's. Wie machen die das denn? Gar keine Ahnung. Also technisch, wenn die es irgendwie hinkriegen. Okay, müssen wir noch irgendwas machen, Lenz? Was steht noch auf der To-Do-Liste? Ich Oder haben wir glaube, ein gutes Programm durchgezogen? wir haben ein gutes Programm durchgezogen. Wir könnten ja mal eine Frage in die Regie. Die Regie gibt's nicht mehr, Aslan, Lenz. du hast Bock auf Müllermilch, willst jetzt gleich erstmal eine Die besorgen. Map Du sieht geil bleibst aus, erstmal Mann. schön zu Hause, weil du hast CC. Isolation und so, mein Freund. Eine Warnung hier. Aber ist Aslan, bist du denn wieder gesund? Bist du negativ, Aslan? Oder wurde da doch der ein oder andere Big Mac nachts noch geholt um 1 Uhr? Nee, ich glaube, Aslan hat sich zu Hause ausgeruht. Man weiß, also man Aslan denkt hat gute so, Tablettentipps von mir das ist bekommen. eine billige Grippe und so, aber ich sag euch, Leute, das ist es nicht, Mann. Das ist schon eine härtere Krankheit, wirklich. Man ist schon so körperlich ein bisschen erschöpft. Vielleicht liegt es am Ja. Alter, muss ich gestehen, aber. Nee, ich hab auch Bekannte, die jünger sind, die so topfit sind. Nee, erst gerade mal vierter Tag. Du bleibst auf jeden Fall zu Hause, Kollege. Bleib Kurz zu Hause, einmal Aslan. hier. Viel Wasser trinken, Aslan. Und die Vitamintabletten von Dr. Lenz nehmen. Ja. Vitamine und Wasser und Schlaf. Vitamine, Wasser und Schlaf. Wahrscheinlich alle drei Sachen, die Aslan so in seinem Leben am seltensten sieht. Schlaf vielleicht nicht, aber der Schlaf Rest, ja. kann er ja. Wobei, Wasser hat er doch auch schon früher, als er zu uns kam, viel getrunken. Ich glaube 0,2 am Tag. Wenn es mal gut lief, 0,4. Ja, aber dann musste er schon direkt aufs Klo. Okay. Ja, Okidoki, würde ich sagen. also gute Besserung an Aslan weiterhin. Ich Safe. hoffe, du bist auf einem guten Weg. Denk an das, was Gop und ich dir gesagt haben. Und dann sieht man sich auch in Cologne. Grüße auf jeden Fall auch an
die Academy-Spieler, die hoffentlich nicht zuschauen, sondern jetzt das Spiel nochmal rumdrehen. Gucken wir mal, wie viel steht. Steht 8-4, stand es eben für Eklot. 9-4 als CT auf Overpass. Da kann man holen. Ja, und an der Stelle, ich würde mich schon mal verabschieden. Ich hätte Bock auf noch eine Kleinigkeit zu essen. Gott, Frage an dich. Ja. Ich habe heute sehr wenig Kohlenhydrate gegessen und sehr, sehr clean und viel Wasser getrunken, also komplett entgiften angefangen. Ich würde mir jetzt Rührei machen und Tomate, vielleicht ein bisschen Schafskäse dazu, Gurke, ein bisschen Petersilie und Frühlingszwiebeln. Ist das clean, ohne Brot? Boah, absolut, Alter. Selbst eine kleine Scheibe Brot macht es jetzt nicht so aus, ich aber ich würde nur noch so empfehlen, so ein bisschen Schärfe mit reinzubringen, um dann ballert das noch ein bisschen. Tobas Gesicht. Sowas zum Beispiel oder ein interessantes Getränk dazu. Okay, ich habe noch eine wichtige Frage, weil Rockax das gerade schreibt. Was ist denn ein Sofi XXL Döner? Schönes Wochenende, gönnt euch einen Sofi XXL Döner. Okay, komm. Das musst du bitte hier einmal erörtern, Kollege. So, Sofi XXL Döner. Das ist doch ein Joke, oder? Nee, es könnte sein, dass ein T9-Fail ist. Ja, ist ein T9-Fail wahrscheinlich. Nee. Bei XL-Döner Sofi in Berlin schlemmen die Promis. In Friederikes Weltspeisen gehen wir dem Rezept auf den Grund. XL-Döner Sofi. Okay. Also, wir haben uns mal wieder einen Döner gegönnt und das war der ich finde, das ist der beste Döner in Berlin. Rüyam. XXL-Döner am Sophie-Charlottenplatz in Charlottenburg. Aber kannst du auch empfehlen oder ist jetzt nur so ein Hype? Weil in Sachen, also bei Döner machen wir keine Späße, meine Freunde. Wenn man mal so ein Cheat-Meal hat, ist Döner doch das Beste, oder, Lenz? XL-Döner ist der jetzt. Was sagst du dazu? Ja, auf jeden Fall. Ich finde, Döner ist nicht so... Ah, ich sehe gerade, der ist neben Asude fast. Ach so, ja, dauert. Aber ist das... Nee, wirklich gut, interessant. Ist Kaiserdamm. Okay. Vielleicht wird der mal dann probiert. Sehr gut. Ich werde das hier mal bookmarken. Und deinen Namen schreibe ich mir auch auf. Und wenn er gut ist und wir die Chance haben, dann kriegst du auf jeden Fall Credit. Wenn nicht, kommst du auf die Lenz-Liste und dann wird er dich irgendwann packen. Nein, nicht auf die Lenz-Liste. Wenn jemand einen Döner feiert, feiert er den meistens zurecht. Ja, ist auch so. Der wird schon ordentlich, aber ja, also generell Berlin-Döner ist eigentlich stark. Ich habe ja auch Keto hier zu Kelsterbach Kebabhaus gebracht. Das hat er auch ein bisschen enjoyed. Aber ich muss, also Rührei habe ich noch nicht gegessen, das müssen wir in Berlin mal machen. Boah, denn, Alter, Lenz, wirklich. Ich finde trotzdem, muss ich sagen, mit Tisa sehr, sehr zufrieden. Stabil, ich esse auch Hamdi Baba gern, schmeckt auch gut. Ich fand auch jetzt in Köln von Doidoi den gut. Ja, war auch gut. Ich fand den auch gut. Beim letzten Mal Mangal Average gut. Nee, also letztes Mal Mangal war nicht gut, wirklich. Beim ersten Mal, wo wir da waren, zweimal. War Achso, ja, ich war einmal nachts da gewesen, wir waren danach nochmal da. Da war nicht so gut. Manchmal ein bisschen lustlos. Ey, soll ich in meiner Freizeit mal vielleicht mit Aslan ein bisschen Valorant wieder spielen, Leute? Ich äußere mich dazu nicht. Weil die Leute fragen immer, ob ich Valorant spiele. Ich habe seitdem ich nicht mehr gespielt habe, halt nicht mehr gespielt, tatsächlich. Was kann ich denn auf meinen Stream für einen Content bringen? Ich werde kochen sicherlich mit kochen mit Gob. Ja, aber da brauche ich ja eine gute Küche. Meine Küche hier ist das. Klein. Ja, doch, das ist easy. Du machst so Kamera hin, da sagst du, hier ist das Toastbrot, da ist der Ekmek Sucuk. Hot Tub. Und ich habe eine schöne Terrasse bald. Da könnte ich vielleicht so einen Hot Tub aufbauen. Wir müssen irgendeinen Podcast machen, Lenz, so wöchentlich. Weil sonst können wir auf unseren Kanälen keinen. Weil ich werde sicherlich keine CS-Demos analysieren oder so, weißt du? Das ist, that's too much knowledge, you know? Ja. Ich meine so ein richtig Pool-Content, Phil. Philipp. Pool-Content, hä?
Valo-Analyse mit gelben Karten, ja. Das ist noch möglich. Ich erinnere mich noch, als ich einmal eine Analyse gemacht habe und die Jungs auf der anderen Seite im Zimmer saßen sozusagen. Und ich habe so viel ernste gelbe Karten verteilt, aber die haben geweint vor Lachen. Und ihr müsst euch vorstellen, also ich mache den Content auf Deutsch und die Jungs, die da drüben sitzen, ist halt natürlich Jiri gewesen, also Kundi und Kaspe noch damals. Und Aslan hat es denen immer übersetzt und die haben geweint vor Lachen, weil es so witzig war an dem Tag. Es ging, glaube ich, um das Finale gegen Wave oder so. Es war irgend so ein wichtigeres Spiel. Aber, also was mich interessiert, wie hat Aslan das? Weil wenn Aslan lachen muss, der kann nicht mehr reden, so, weißt du? Also der will reden, der lacht sich tot. Er will reden, der lacht sich tot. Ich frage mich, wie er das denen erklärt hat. Aslan, das müsstest du mal erklären irgendwann. Ich werde nie vergessen, wie du im allerersten Spielerhaus mal die Kartenübersicht gemacht hast hier von allen Maps, wo gesagt haben, wie würdet ihr euch raten? Und dann hat Gob geratet. Da gab es auch sehr viele traurige Gesichter. Wie gut sehen wir uns auf der Map? Da waren sehr viele positive Bewertungen. Bis du bewertet hast. Aber denkst du, ich Da mache wurde das auf. realistisch, Lenz? Also, du hattest mich damals, glaube ich, gefragt, wie ich sehe. Ich war nicht so weit weg von dir, aber Schöne ich bin Grüße zurück, eh Luca. ein Spikey negativer Legende. Punkt. Okay, Leute, ich glaube, für warm werden, vielleicht kann ich ja öfter mal wieder streamen, aber wahrscheinlich nicht. Ich habe nie Zeit, deswegen müssen wir abwarten. Aber es hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Schön, dass ihr alle da wart. Lenz, vielen Dank. Ohne dich Nicht zu wäre es ein bisschen danken. langweilig gewesen, sage ich, wie es ist. Ich habe auch nicht geflamed. Das heißt, dass du noch die Flame-Karte haben möchtest, ne? Ja, soll ich jemand flamen? Ja, bei wem würdest du denn flamen? Also hat der Chat jemand, den er sich wünscht, den ich gerne mal flamen sollte, so dass Sescht. Gob nicht gefleckt Sescht wird? wird sehr, sehr viel kommen. Ist echt? Ja, klar. Sescht hat lang nichts mehr auf dem Stream abbekommen. Nee, Oh, Torrent ist nicht. Cemento. Torrent ist nicht Er mehr relevant, ne, ist nicht Lenz? relevant für CS-Knowledge. Kadian nochmal. Boah, stark, Alter. Die Leute haben eine Ich Liste glaube, auch. Kadian brauchen wir nicht flamen. Hat heute gegen Maus verloren. Das zeigt ungefähr, wie gut er ist. Heroic. Wäre das das gleiche Thema? Hab deine Zeit geschlagen, alles machbar. Scheiße, Alter. Verdammt. Ich denke, meine Zeit ist auch nicht so gut gewesen. Also so, da kann man viel noch verbessern. Aber für den Anfang war sie okay, würde ich sagen. Lumpus, denk dran, Hashtag Go Milk or Go Home und den Screenshot. Felix dann verdient auch mal etwas Flame. Ja, der kriegt einen ganz besonderen Flame nächste Woche, wenn ich auf Playoffs bin. Aber der hat ja irgendwie sowas geschrieben, dass er jetzt nicht mehr nach Köln kommen will und so. Ja, er kann doch ein bisschen hier bei Swanny rumfan und ich werde Felix einfach seine G2-Unterhose über den Kopf ziehen, aber von hinten. Während er sie anhat. Wie bei den Simpsons. Aber witzig wäre es auch von vorne, wäre es auch witzig. Dass du es nochmal betont, ist auf jeden Fall cool. Ja. Nee, Sonix kann ich gerade nicht flamen, der Typ ist zu stark. Der würde mich wahrscheinlich, also wenn er mich nicht kaputt haut, dann wird mich sein Hund kaputt hauen. Außer Miss Michele Bro, den kann ich nicht flamen. Zecht ist kein Bro. Zecht hat jegliche, wie soll man das sagen, jegliche Akzeptanz bei mir verloren, als er uns einmal eine Niederlage gegen Wave predicted hat und selbst ich als Noob wusste, dass er Scheiße labert. Deswegen, ich verstehe nicht, wieso Zecht immer noch zu so Valorant-Dingern eingeladen wird. Würdest du wegen dieser Aussage ihn nicht mehr einladen? Ja, natürlich, lol, Alter. Ja, aber dafür hat er viel, ich sag mal, der hat uns viel Möglichkeit gegeben, ihn zu genießen. Das musst du mit in Consideration nehmen. Du Der wurde meinst viel auf dem so, Stream genossen, er wurde so ein bisschen gemimt. er stand in Unterhose an der Wand mit so einer Zielscheibe auf dem Bauch gemalt, ne? Ja, Und du also hast auf so jeden einen Meter davon weggestanden. Wenn man kein Content mehr hatte, hat man so ein bisschen auf ihn so ein bisschen auf seinen Nacken Witze gemacht. Das ist eigentlich ein bisschen respectable. Respectable. Ja, also Zecht Ist ein guter Boy. ein guter Boy, der für die Dachszene kämpft. Leider hat er keine österreichischen Spieler, die er unterstützen kann, aber deswegen probiert er es halt bei uns. Okay, Leute. Dann Macht's gut. beenden wir den Stream.
Mach's gut. Vielen Dank an alle Leute, die eingeschaltet haben. Ich werde jetzt dann rübergehen. Es ist auch hier sehr heiß. Wir kriegen hier Lenz am Dienstag die Klimaanlage eingebaut. Deswegen, also Good Life startet bald. Und Leute, bleibt auf jeden Fall gesund und erinnert euch, dieses Trikot, ich will es noch mal zeigen, ja. Man sieht es so ungefähr hier. Ja, mit diesem Zacken. Daran werde ich euch erkennen. Kommt. Und man sieht sich in Köln. Lenz, mach irgendwie klar, dass ich auf die Stage komme. Ich will meinen Stage-Moment haben. Und jeder, der dieses Trikot anhaben wird, ich werde irgendwas aus dem Lager noch mitgehen lassen. Und ihr bekommt dann noch irgendwas geschenkt. Also es wird nichts Großes sein, Leute, aber so ein Anhänger oder irgendwas. Einfach nur so. Wenn ihr es haben wollt, könnt ihr es haben. Eine Locke von Zecht. Eine Locke von Sech, nein. Schade. Okay, Leute. Macht's gut. Vielen Dank fürs Mach's Zuschauen gut. und wir sehen uns in Köln. Okay? Lenz, bis dann. Bleibt gesund. Ciao, ciao.